Herzlich willkommen beim Faktenblitzlicht 159, heute am Donnerstag, den 17. August 2023. Es begrüßt euch ganz herzlich Franz Josef aus Graz. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdenken und danke für neue Entscheidungen aufgrund neuer Erkenntnisse. Und in diesem Fall gibt es hier eine konkrete Umsetzungsmöglichkeit, nämlich das Thema des heutigen Blitzlichts ist der neue Microsoft-Vertrag, der soeben angekündigt wurde, ab 30. September dieses Jahres bereits gültig ist. Das ist also meiner Meinung nach ein aufgezwungener Vertrag und der ist zusätzlich auch noch gefährlich. Die gute Nachricht, wenn man das verstanden hat, ist, dass man sich von Microsoft weitgehend befreien kann. Und das geht durch den Einsatz von Linux. Ja, das braucht einiges an Tätigkeit, an etwas dazulernen, den eigenen Horizont zu erweitern. Aber nur zu warten, bis Microsoft alles für einen macht und die künstliche Intelligenz von Microsoft soll jetzt auch ins Microsoft Word reinkommen, damit sie das ausbessern, was du nicht richtig schreiben kannst und damit es den Microsoft-Richtlinien entspricht. Mit dem Ausbessern ist gemeint, dass wenn du schreibst, ich bin mit dieser Regierung nicht einverstanden, dass sie das dann ausbessern und das nicht herausnehmen, dass dann da steht, ich bin mit dieser Regierung einverstanden. Für die Installation von Linux gibt es viele, viele Webseiten, die sind einfach zu finden. Und wie gesagt, es braucht schon ein bisschen Hirnschmalz, aber das schadet nichts, wenn man den eigenen Hirnmuskel ein bisschen weiterentwickeln und nicht nur abstumpfen lässt. So, der Grund für dieses Blitzlicht ist, dass ich da E-Mail bekommen habe von Microsoft, wo drinnen steht, dass es einen neuen Servicevertrag gibt und dieser Servicevertrag ist jetzt übersichtlicher gestaltet. Es gibt also Änderungen am Microsoft Servicevertrag, vor allem für die Heimanwender Online-Produkte, die die meisten von uns betreffen. Dazu gehört natürlich auch Outlook und Microsoft Mail und Office und Bing und was es da alles gibt. Die Nutzung unserer Produkte und Dienste ab dem 30. September erachten wir als Zustimmung ihrerseits zu den aktualisierten Bestimmungen des Microsoft Service Vertrages. Das heißt, man braucht die Microsoft Produkte nur über den 30. September hinaus nutzen und das wird bereits als Zustimmung interpretiert. Das widerspricht natürlich allen Regeln des Vertragsrechts, wo beide Parteien im vollen Bewusstsein, was dieser Vertrag bedeutet, diesen Vertrag unterschreiben muss. Es geht ja um eine ähnliche fehlende Aufklärung, wie wir es bei den Covid-Vaxen gesehen haben, die als sicher und wirksam verkauft wurden und wo auch jegliche Aufklärung gefehlt hat. So, wenn Sie den Bestimmungen nicht zustimmen, können Sie die Produkte und Dienste nicht mehr nutzen und sollten Ihr Microsoft-Konto schließen, bevor die Bestimmungen in Kraft treten. Also wenn man das E-Mail überliest oder nicht bekommt oder so irgendwie, dann ist man da automatisch eingebunden. Wie gesagt, das widerspricht jeglichem Vertragsrecht. So, und jetzt wollen wir uns ein bisschen die Übersichtlichkeit anschauen. Das ist also die Webseite dazu. Mir hat's interessiert, wie lang das ist. Jetzt habe ich ein PDF gemacht und wenn man das als PDF ausdruckt, hat das 42 Seiten, die Übersichtlichkeit. Und da wird schon richtig lustig, da Microsoft keine Kopie dieses Vertrages für Sie speichert, sollten Sie diese Bestimmungen lesen, ausdrucken und bitte selbst eine Kopie zu Ihren Unterlagen nehmen. Das habe ich auch noch nie gehört, dass einer der Vertragspartner sagt, ich habe zwar für mich eine Kopie, aber die werde ich dir nicht geben. Ja, gemacht wird das aus den edelsten Zielen, nämlich zum Schutz unserer Privatsphäre. Und das schaut jetzt so aus,
wenn Sie Ihre Inhalte mit anderen Personen teilen, stimmen Sie ausdrücklich zu, dass diese Inhalte kostenlos und weltweit genutzt werden können. Weiter steht hier mehrfach, dass es dringend empfohlen wird, regelmäßig eigene Sicherungskopien der Inhalte zu erstellen, weil Microsoft garantiert bei seinen Diensten nicht, dass diese Inhalte erhalten bleiben. Der nächste Satz ist etwas heftig, denn man gewährt Microsoft eine weltweite und gebührenfreie Lizenz für geistiges Eigentum zur Verwendung unserer Inhalte, beziehungsweise um Kopien unserer Inhalte zu erstellen oder unsere Inhalte aufzubewahren, zu übertragen und jetzt kommt es, neu zu formatieren, also durchaus umzuschreiben. Was mehr oder weniger das genaue Gegenteil vom Schutz von irgendwelchen Privatrechten darstellt. Dann kommt es zu den Verhaltensregeln und die stellen eigentlich schon die volle Zensur durch Microsoft dar. Nämlich Inhalte, Materialien oder Handlungen, die diese Bestimmungen verletzen, sind nicht erlaubt. Das heißt, man soll nicht einmal versuchen, unrechtmäßige Inhalte zu generieren oder zu teilen. Wobei, was unrechtmäßig ist, ist eigentlich nicht so genau definiert. Das ist also Microsoft dann selbst überlassen, was es als unrechtmäßig einschätzt. Ein bisschen was steht hier. Beteiligen Sie sich nicht an Aktivitäten, die irreführend sind, zum Beispiel die Vorspiegelung falscher Tatsachen. Na gut, die WHO wird ja weiterhin ihre Impfpropaganda unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen schreiben können, die werden davon nicht betroffen sein und die Klimapaniker werden weiterhin ihre irreführenden Informationen verteilen dürfen, die das aufklären allerdings, die werden hier zensiert werden, das ist meine starke Vermutung. Auch Inhalte, durch die andere sich belästigt, schikaniert oder bedroht fühlen. Gut, wer immer dann an Microsoft meldet, dass er sich durch irgendwas belästigt fühlt, der hat bereits gegen die, wie heißt es hier so schön, gegen die Verhaltensregeln verstoßen. Und dazu gehört natürlich auch die Verbreitung der sogenannten Hassreden, die hier extra erwähnt sind. Die Dienste dürfen nicht verwendet werden, um falsche, ungenaue bitte, oder irreführende Angaben zu machen. Da muss man das Microsoft-Konto nutzen, damit es aktiv bleibt. Immerhin wird uns das Recht zugestanden, unser Microsoft-Konto zu schließen. Die Moderation und Durchsetzung dieser Verhaltensregeln. Wir können Inhalte blockieren, entfernen oder deren Anzeige verweigern, wenn sie scheinbar gegen unseren Verhaltenskodex oder eine andere Service-Richtlinie verstoßen oder wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Und hier kommt dieser neue Digital Service Act der EU ins Spiel. Und das kann dann zur fortigen Schließung des Microsoft-Kontos führen. Und das ist irgendwie heftig, nicht? Weil viele Menschen haben ihre Daten wirklich auf irgendeinem Windows-PC liegen oder in einem Gmail-Account oder in einem Microsoft-Account und das ist dann sofort weg. Deshalb Linux ist da wirkliche Alternative. Wenn Ihre Dienste gekündigt werden durch Sie oder durch uns, dann löschen wir Ihre mit dem Dienst verknüpften Daten. Daher sollten Sie Ihre Daten regelmäßig sichern, also das gehört jetzt für die Microsoft-Benutzer wirklich auf die tägliche Liste geschrieben, die Daten zu sichern, denn sie können jederzeit weg sein.
was die Verfügbarkeit anbelangt, dann variiert diese unter Umständen je nach Region oder Gerät oder nach externen Faktoren, was immer das ist, obwohl sich Microsoft hier bemüht, die Dienste am Laufen zu halten. So, und jetzt kommt die Aktualisierung der Dienste. Wir werden Sie informieren, wenn wir beabsichtigen, diese Bestimmungen zu ändern. Das heißt, man hat zwei Vertragspartner, du unterschreibst mit irgendwem einen beliebigen Vertrag und der Vertragspartner sagt, er wird dich informieren, wenn er beabsichtigt, diese Bestimmungen einseitig zu ändern. Wir sind berechtigt, diese Bestimmungen zu ändern. Es handelt sich hier nicht mehr um einen normalen Vertrag, sondern das ist ein reiner Knebelvertrag. Und das Ganze wird, und das beschreiben Sie ja hier auch ganz genau, natürlich nur zum Vorteil des Nutzers gemacht. Unglaublich. Weiters kann Microsoft die Dienste jederzeit ändern oder Funktionen löschen oder den Zugang zu Apps und Diensten von Drittanbietern in dieser Hinsicht einstellen. Das ist die perfekte Zensurmaschine von Microsoft. Weiters behält sich Microsoft alle Rechte an der Software vor, auch jene, die in diesen Bestimmungen nicht ausdrücklich gewährt werden. Ja, was immer das bedeutet. Da muss rechtzeitig bezahlt werden, weil sonst wird haarig. Bei Zahlungsverzug müssen Sie für die angemessenen Kosten aufkommen, die uns für den Einzug überfälliger Beträge entstehen, einschließlich Anwaltskosten und sonstiger Rechtskosten. Es ist üblich, dass die Dienste eingestellt werden und nicht die Gelder eingeklagt werden. Ja, der Gerichtsstand ist Irland, also Microsoft Europe sitzt in Irland. Für eine Nichterfüllung oder verzögerte Erfüllung der Verpflichtungen durch Microsoft ist Microsoft natürlich nicht verantwortlich oder haftet dafür. Die Xbox ist ein Thema, ein längeres hier in dem Vertrag, weil nutzungsbezogene Informationen, insbesondere Gamertag, Spielergebnis, Spielestand, Spielverlauf, Nutzungsdaten und Freundeslisten, werden an Nicht-Microsoft-Parteien, also an Dritte, weitergegeben. Für alle, deren Kinder Xbox mit Xbox spielen, da stellt es einem richtig die Haare auf. Das ist interessant, die Xbox-Dienste können eine virtuelle Spielewährung umfassen, wie Gold, Münzen oder Punkte, die von oder im Auftrag von Microsoft mit echten Geldinstrumenten erworben werden können. Das heißt, man kann sich um Geld irgendwelche Punkte in irgendwelchen Spielen kaufen. Dann Skype gehört ja auch Microsoft seit einiger Zeit. Sofern wir an den zahlungspflichtigen Skype-Produkten Änderungen vornehmen, die zu Ihrem Nachteil gereichen, informieren Sie wir Sie mindestens 30 Tage vor Inkrafttreten der Änderungen. Und Microsoft garantiert nicht, dass das Skype-Guthaben zum Kauf aller zahlungspflichtigen Skype-Produkte genutzt werden kann. Dann ein Absatz über Bing und MSN, über Cortana. Und jetzt kommen wir zu den 365 Apps, das ist das Microsoft Office. Da gibt es also zusätzliche Lizenzbestimmungen, die nicht in diesem 42-seitigen Vertrag enthalten sind. Das gleiche für Outlook. So, und jetzt kommen die Healthbots. Microsoft ist ja hier bereits in dieser Gesundheitsüberwachung-Geschichte involviert. Und sie schreiben hier, Microsoft ist nicht für Entscheidungen verantwortlich, die sie aufgrund der von HealthBots erhaltenen Informationen treffen. Das heißt, HealthBot sagt, mach und das, das und das, aber dafür ist Microsoft eben nicht verantwortlich. Ja, wozu soll man das überhaupt nutzen dann?
dann Microsoft OneDrive, die Speicherzuweisung. Wir informieren Sie mindestens 30 Tage im Voraus, wenn sich durch eine Änderung an den kostenlosen oder kostenpflichtigen Microsoft-Speicherdiensten den Zugriff auf Ihre Inhalte auf OneDrive verlieren. Da wird man immerhin 30 Tage vorher informiert. Dann die künstlichen Intelligenzdienste, die KI-Dienste, Nutzung ihrer Inhalte. Im Rahmen der Bereitstellung von KI-Diensten verarbeitet und speichert Microsoft ihre Eingaben sowie ihre Ausgaben, um missbräuchliche oder schädliche Nutzungen des Dienstes zu überwachen und zu verhindern. Das heißt, wer immer irgend so ein KI-Tool verwendet, das ChatGPT zum Beispiel, der kann sich sicher sein, dass seine Eingaben gespeichert werden und so weiter, eine Analyse weiterverarbeitet, so viel zum Privatheitsschutz. Und da kann man gleich gänzlich auf den Verzicht zum Verbraucherschutz geschrieben. Wenn Sie ein Kleinstunternehmen, ein kleines Unternehmen oder eine gemeinnützige Organisation sind, erklären Sie sich damit einverstanden, auf alle Ansprüche zu verzichten. Dann gibt es einen medizinischen Hinweis. Microsoft bietet keine medizinische oder gesundheitliche Beratung, Diagnose oder Behandlung an. Ja, wer hätte das von einer Software auch schon erwartet? Und die abgedeckten Dienste, das ist also eine relativ lange Liste. Was bei diesem Vertrag aber, der, wie wir am Anfang gesehen haben, jetzt übersichtlicher gestaltet ist, auch auffällt, dass er sage und schreibe 54 weiterführende Links zu anderen Microsoft-Nutzungsbestimmungen und Verträgen enthält, 54 Stück, die man dazu lesen muss, um diesen Vertrag zu verstehen. Das ist das, was Microsoft vermutlich mit übersichtlicher meint. Also wie gesagt, 54 zusätzliche Dokumente von Microsoft. Da können wir uns ein paar anschauen davon. Das wäre zum Beispiel der Dienstleistungsvertrag für der Datenschutzzusatz, die Nutzungsregeln für digitale Produkte, die Datenschutzerklärung, der Schutz ihrer Daten ist uns sehr wichtig. Und Microsoft sammelt Daten über Sie durch unsere Interaktionen mit Ihnen sowie über unsere Produkte. Andere erhalten wir durch das Sammeln von Informationen über Ihre Aktivitäten. Und Microsoft muss, das ist interessant, ebenso personenbezogene Daten gesetzlich sammeln. Wir kombinieren die erfassten Daten aus verschiedenen Kontexten oder von Drittanbietern, damit wir Ihnen eine nahtlose, konsistente und personalisierte Erfahrung bieten können, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Hier geht es bereits um Mind Control, was die Unterbreitung von Werbeangeboten auf der kaufmännischen Seite ist, ist die politische Mind Control-Manipulation auf der gesellschaftspolitischen Seite. Weiters teilt Microsoft die gesammelten Daten auch mit eigenen Tochtergesellschaften und mit Lieferanten, die für Microsoft arbeiten. Und warum machen sie das? Du glaubst es nicht, um Leben zu schützen. Sie sprechen auch davon, dass Ihre personenbezogenen Daten, die Microsoft erworben hat, sind also jetzt Microsoft die Eigentümer, und für Windows, um dieses Computererlebnis anzubieten, erheben wir Daten über Sie, Ihr Gerät und wie Sie Windows verwenden. Das Computererlebnis.
Microsoft scheint der Unterhaltungsindustrie zuzuordnen zu sein. Dann gibt es die Azure Legal Information. Dann ist Microsoft Teil der US Government Cloud. Hier haben wir die Verschmelzung, eine typische Private-Public Partnership, also Microsoft und das US Government in Bezug auf die Vollüberwachung sind eigentlich eine einzige Identität mit zwei Gesichtern. Dann gibt es weiter die Nutzungsregeln für digitale Produkte. Was hier interessant ist, dass man Windows zum Beispiel noch einmal kaufen muss, wenn man das Land oder die Region ändert, also wenn man irgendwo in eine andere Region bereits zieht. Weiters registrieren Sie die Geräte wie PCs, Laptops, Tablets, Xbox-Konsolen und bestimmte tragbare oder mobile Geräte. Die wissen also genau, auf welchen Computer man arbeitet. Das hat einen Softwarehersteller nichts anzugehen. Gut, jetzt haben wir ein paar Zusatzverträge von diesen 54 Zusatzverträgen durchgeschaut. Man wird damit dem Lesen wirklich nicht fertig, nur Kopfweh. Aber wichtig ist, dass es diese ID 2020.org gibt. Das ist die Digital Impact Allianz. Die ist natürlich ethisch und schützt die Privatsphäre. Ja, und sie schützt natürlich die Menschenrechte und die Bürgerfreiheiten, indem sie E-Passports ausstellt. Und jetzt ist es dann so, dass diese digitale ID wird es uns ermöglichen, zu reisen, Geschäfte zu machen, Bankgeschäfte durchzuführen. Also alles, was wir bis jetzt ohne diese E-Passports machen haben können, das können wir dann, wird uns dann auf einmal erlaubt, wenn wir diese digitale ID haben. Und hier in dieser Organisation ID 2020 sind drei drinnen. Das ist Microsoft, das ist mit Bill Gates eh verbunden und bekannt. Dann ist Gavi drinnen, das ist die nächste Bill Gates Organisation, diese Impfallianz. Und Essentia ist wichtig, hat in Österreich auch eine Niederlassung. Da kann man sich also schlau machen, was die bei uns machen. Die sind zum Beispiel ganz stolz darauf, dass sie fürs Rote Kreuz diese Stop-Corona-App erstellt haben. Und sie sagen ja, das war mit ein Grund, warum Corona nicht ausgebrochen ist. Also so schützt auch Essentia in Österreich Leben, nach deren eigenen Angaben. Was die gesetzlichen Änderungen anbelangt, da kommt es ganz dicke von der EU im Augenblick rein. Mit diesem IAB Europe. Hier wird die digitale europäische Identität bereits vorbereitet. Die soll dann dazu verwendet werden, ob man überhaupt noch einen Zugriff aufs Internet bekommt. Das ist diese European Digital Identity Regulation mit der elektronischen Identität. Da gibt es also auch hunderte Seiten zum Lesen, aber es steht hier zum Beispiel, dass man damit dann ein Konto bei einer Bank eröffnen kann. Das haben wir ja bis jetzt anscheinend nicht können, aber so wird es immer mehr eingeschränkt. Und die EU schreibt über den Digital Services Act, dass dieser die wichtigste und ambitionierteste Regulierung auf der ganzen Welt ist, nämlich im Bereich des Schutzes des digitalen Raums gegen die Verbreitung von illegalen Inhalten. Zensur also. Und der Schutz der Benutzerrechte. Haha. Und dieser DSA tritt dann am 17. Februar 2024 in Kraft. Ja, für alle, die ein bisschen eine Motivation bekommen haben, zusätzlich zu Windows einmal
Linux, speziell Ubuntu, zu installieren. Es gibt also genügend Anleitungen, wie man es gemeinsam mit Windows auf dem Rechner betreiben kann. Die Daten soll man natürlich vorher, die wichtigen Daten soll man vorher sichern, ist klar. Aber das ist immer ratsam. Das empfiehlt ja auch Microsoft für die Microsoft-Dienste, weil Microsoft kann ja die Daten einseitig, wenn man irgendetwas Illegales schreibt, einseitig ab jetzt dann löschen. Gut, dann sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Mitdenken und für neue Entscheidungen aufgrund neuer Erkenntnisse. Und wie immer wünsche ich uns allen bis zum nächsten Mal viel Glück.